Willkommen zu einem neuen Video von den beiden. Heute wieder zu dritt. Und wir haben heute Rockstar Energy mit Hanf. Richtig. Geschmack. Ist ja nicht sogar Hanf drin? Oder was sagen wir? Das ist mit Hanfextrakt. Ja, Extrakt. 0,04% Hanfsamenextrakt. Ja, ich bin mich voll heiliger. Bevor ja, einmal. Sind die abgelaufen? Tropical Burst. Ja. Heißt das an, oder? Oh, ja, das sind schon ein paar Tage abgelaufen. Na. Genau, ja, das ist Kaktus. Kaktus, und Kaktus fand ich richtig geil und das ist original. Also der soll quasi wie der normale Rockstar schmecken mit Hanf dann halt. Das ist halt schon Kaktusfrucht. Kaktus war auch ganz lecker. Genau, und Tropical. Weil die gibt es ja mittlerweile nicht mehr auf dem Markt. Nee, hier habe ich noch ein paar Dosen von, ich glaube 10 Stück oder so. Und von dem Rest habe ich nur noch halt die hier. Deswegen. Also man muss dazu sagen, also ich weiß nicht ihr, aber ich hasse Hanfgetränke. Also ich mochte das noch nie. Ich finde den Trend halt kacke, weil ja. Es gab eine Zeit, da hat jeder Hersteller irgendwas mit Hanf rausgehauen. Ja, aber ich habe es halt auch nicht verstanden. Also komme ich halt auch nicht hinter, sag ich dir ehrlich. Kongstrong damals. Kongstrong, ja. Kongstrong gab es mit Hanf, dann gab es Booster. Den hab ich getrunken. Mein Beileid. Den Booster mit Hanf habe ich auch getrunken. Ja? Ja, der war auch der immer besser. Ja, der war auch scheiße. Sozusagen mit dem Standard von morgen. Ja, das ist eine Maßnahme, sag ich euch ehrlich. Ja. Den besten können wir uns ja zum Schluss aufheben, Jungs. Würde ich auch sagen. Schrauben wir uns die Scheiße mal rein. Ja. Das riecht halt 1:1 wie Rockstar, ne? Also wie gesagt, klassische. So ein bisschen Schwimmer. Chlor Energy halt. Chlor? Nee, der riecht kein bisschen daran. Der riecht wie ein normaler Classic. Jo. Verstehe ich nicht. Chlor geht immer nach einer 3-Finger-Mischung. Ja. Ja. Ich mache immer dasselbe. Ich mache eigentlich immer so um die Linie. Okay, los. Also, der schmeckt anders als der normale, aber ich krieg doch nicht nach Hanf. Er schmeckt besser. Ja. Und sehr süß. Sehr, sehr süß. Ja. Der hat 13,6 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Ja. Also erhöht der Durchschnitt. Wenn du ihn das erstmal so trinkst, so ein bisschen wie Zuckerwatte, finde ich. Ja. Total weird. Extrem süß, aber auch wässrig. Richtig wässrig. Ja. Ich habe gerade auch irgendwas drauf gekaut. Das hat Dose. Riech ihn nach Hanf, schmeck ihn nach Hanf. Weiß nicht, ob sie Wirkung haben soll. 0 von 10. Können wir 0 von 10 geben? Ja, weiß nicht, warum ich sag, das schmeckt ja grundlegend nicht scheiße so an sich. Nee, ich finde viel zu süß, mal. Ja, aber es ist halt Rockstar, es schmeckt immer. Ja. Ja, die sind alle extrem süß. 4 von 10. So ein bisschen wie wenn du Sirup hast und zu wenig Sirup rein machst mit so einem Getränk. 4 von 10. 4 von 10? Ich sag 5. Nee, ich sag auch 5. Ich bleib auch 5. Schmeckt nicht so richtig nach Hanf. Mm. Ja, hat halt keine Wirkung davon. Vielleicht ist das auch einfach nur Werbung. Quasi! Echt komisch. Der hat auch so einen komischen Tropical. Tropical, ja, riecht halt nach Tropical. Ja, aber auch so ein bisschen anders komisch einfach. Ja, der so ein bisschen so wie. Der riecht, ich weiß nicht, ob das an der Dose liegt, ob der ein bisschen nach Dose riecht einfach. Nee. Riechst du das? Ich rieche ihn nach Mango. Ja, ja. Ja, ja. Ich rieche ihn Punika mit Orange Mango. Ja. Orange Mango ist das neue Frucht oder was? Oh, hier kommt aber doch so eine leicht stickige. Ja, das meinte ich ja. Es riecht nicht nur nach Tropical, es riecht auch anders. Ja, irgendwas ist dazwischen. Also es ist nicht wie, als wenn jetzt jemand neben mir pafft. Alter. Aber ja, aber doch, so, doch. So ein bisschen ja, doch, stickig, so dampfig. So eine rauchige Note. Oh ja, schmeckt man auch, so wie es riecht. Ja. Ja. Schmeckt so ein bisschen so süßlich mit, so wie so ein Komposthaufen riecht. Ja, so schmeckt er auch. Ey, der Kork hat mich neulich angeschrieben, ob ich... Nein. Ob ich die noch als Set voll habe. Ich habe gesagt, ja, er wollte mir die abkaufen, weil er irgendwen auf Ebay oder irgendwen aus seiner Familie hatte, der die haben wollte. Ich habe gesagt, die sind für ein Video. Also der Kork, wenn du das siehst, tut mir leid. Haben wir es getestet, sind fürs Video. Hä? Der schmeckt wirklich bodenlos. Ja, wirklich. Der schmeckt echt scheiße. Ja, wie so ein Komposthaufen so. Genau. Wenn man gerade frisch gemähtes Gras so ein Komposthaufen. Ich würde sagen, das schmeckt so ein bisschen biologisch irgendwie. Ja. So naturell. Also. Plus diesen Rockstar Juiced mit Mango, den gibt es ja auch. Den in so einen Komposthaufen reinkippen, das pürieren und dir reinballern. Ist ja Mango, hier Loco, Mango Loco von Monster, das ist ja alles Mango. Ja, der schmeckt wenigstens, der Rockstar. Ja, das ist richtig. Normal. Normal, Digga.
Tschüss. Ich gebe dir nichts. Ich, ja, ich würde auch zwei sagen. Drei. Der Kuchen setzt ihn am höchsten, also da. Na, man kann ihn trinken, aber ich kaufen würde ich ihm nicht. Er geht rund, er würde auch nicht dem nicht kaufen. Also er geht so, ich habe Hoffnung, wenig. Echt? Ja, du hast gesagt, das ist der Beste. Achso, ja. Ist das stimmt, ist er auch. Oben kann man auch mal. Reduziert. Ja, den habe ich damals im Angebot gekauft, als wir bei Robin waren. Schäppchenjäger. Das Lustige ist, die haben den Pfand, den ich damit überklebt. Die Schweine. Riecht so nach Kaktus, so. Der war richtig geil. Der hat so nach diesem Kaktus-Eis. Kaktus-Eis-Apfel. Genau. Ja, der riecht aber okay mit dem Gemisch quasi im Tanz. Der riecht ganz. Gemisch, Alter. Der riecht halt wie dieses Weiße vom Kaktus-Eis. Was? Okay. Ja, riecht halt nach diesem Kaktus-Eis, Alter. Nein. Doch. Oh. Der riecht aber gut. Ja. Er schmeckt. Also er riecht besser. Schön. Schmeckt auch. So. So, Mädels. Boah. Der ist, dadurch, dass ein Jahr erst abgelaufen ist, auch noch relativ okay. Also gut, die anderen jetzt auch. Ja, aber in den Dosen passiert ja nichts, wenn du es tust. Ja, der war lecker. Na gut, wobei der hier von 2007. Also bei so ein paar Dosen, weißt du noch hier auch in dem wenn Milch Video ist. Mit Schleier. Ja. Die Dose auf einmal hochgegangen ist gefühlt, die Fanta. Nee, war es nicht die Fanta? Wo. Was war. Nee, das war einer bei Energies, war das, glaube ich. Wo ich die Dose aufgemacht habe, auf einmal ist es alles rausgelaufen. Ja, gut, das stimmt. Ja, gut, also dann ist es was mit Milch. Wobei der Koch und ich auch schon Kaffee von 2005 hatten. Safe. Oh. Alter, ich habe schon mal eine Bewertung. Ja, aber der war hoch. Okay. 8 von 10. 8 von 10. Ich sag tatsächlich 9 von 10, der schmeckt mir relativ gut. Ich finde den auch gut. Sehr erfrischend auf jeden Fall. Wenn der jetzt noch kalt wäre, noch kalt. Mhm. Boah, der ist kalt. Boah. Ja, stell ich mir geil vor. Mhm. Ich weiß, dass ich den von denen als einzigsten wirklich überhaupt mochte. Also die kamen 2021. Oh, nicht ohne. Die gingen im selben Jahr. Wann sind die rausgekommen? 2021. Echt? Ja. Und die sind im selben Jahr aber auch wieder vom Markt verschwunden. Ja, also was sind noch? Ja. Was mal wieder verschwindet. Und seitdem kam auch. Also seit Ende 21 kam von Rockstar nichts Neues. Wir haben keine neuen Rockstar bekommen seit vielen Jahren. Also ja, vielleicht hier nicht, in Deutschland. Ja, das stimmt. In der stimmt, im Ausland. Ja. Ja, wenn das Geschäft noch läuft, ne? Warum? Also. Obwohl ich sagen muss, ich kenne wenige, die sich jetzt noch so effektiv wirklich einen Rockstar im Laden kaufen und den nicht reinzögeln. Ja gut, die ganzen Realschul-Kiddies, würde ich mal sagen. Ja, die gehen zur Liebe und kaufen sich einen Construct, ne? Du hast 9 von 10 gesagt, ich habe 8 von 10 gesagt. Ich habe auch bei 9 von 10. Das Ding ist, wäre dieses Hanfding nicht mit drin, würde glaube ich noch mal geiler nach diesem Eis schmecken, weil das hat so einen komischen Beigeschmack halt. Ja. Aber. Ja, aber ich finde, das macht's geil, wenn der eiskalt ist, mit dem Nebengeschmack. Ich bin aber glaube ich auch einfach so ein. Wie nennt man das? So ein Spast. Vielleicht bis zum nächsten Video. Vielleicht. Du hast wahrscheinlich nicht mehr ein. Du klickst hier runter. Tschüss, John. Okay. Ja, du wirst das Video auch gucken, also kann ich auch von dir verabschieden. Ja. Ich gucke jede Videos, obwohl ich da drin bin, gucke ich trotzdem. Wie ist ja lange, ich gucke mir die auch 6 Mal an, durchschneiden.